Okay, geht's weiter mit den Fallstudien. Filme, Nachrichten und Software sind Informationsgüter der Neuzeit. Musik und Literatur gibt es dagegen seit mindestens 3000 Jahren. Ne? Und in fast jeder Gesellschaft wurden musikalische und literarische Werke geschaffen, ohne dass dass die Erschaffer dafür irgendein Copyright erhielten. Das moderne Copyright, so wie wir es kennen, das Urheberrecht, entstand in Europa nach der Erfindung der Druckerei. Und, aber interessanterweise, die ursprüngliche Motivation hinter der Einführung von Urheberrecht lag nicht darin, die Autoren vor Kopierern zu schützen oder gar Kreativität zu fördern, so wie es heute angeblich der Fall ist, sondern ein möglichst effektives Instrument zur staatlichen Zensur einzuführen. Okay? Nur wer also der staatlichen Meinung entsprach, durfte auch drucken. Später wurde das Copyright dann als Instrument benutzt, Steuern einzutreiben. Und der Erwerb eines Copyright ist ja aus ökonomischer Sicht nichts anderes als das Einräumen eines Monopolrechts im Gegenzug für Gebühren. Okay? Also nicht einfach nur ein Beispiel für staatliche Regulierung, wo Monopole vergeben werden. Und das beste Beispiel hierfür ist die Etablierung der sogenannten Stationers Company in England. Ja, vielleicht machen wir das als Übungsaufgabe. Diesmal sage ich in den Text vorher. Es gibt keinerlei Evidenz dafür, dass Copyright-Gesetze eingesetzt wurden, um die Verbreitung von Literatur zu fördern. Ne? Zumindest in der ursprünglichen Zeit. So, und erst mit dem Copyright Act von 1710 wurde das Copyright nicht mehr als Instrument zur Zensur benutzt, sodass die Funktionen der Zensur und der des geistigen Eigentums an einem Werk getrennt wurden. Dem Autor oder dem Käufer eines Manuskripts wurde das exklusive Recht gewährt, 14 Jahre als einziger das Werk zu verbreiten. Interessant, ein Großteil der großen klassischen Literatur, die an Schulen und in Universitäten gelesen wird, entstand ohne Copyright, ohne dass die Autoren je auch nur den Anreiz von Copyright-Einnahmen brauchten. Okay? Das heißt nicht, dass die klassischen Autoren ohne Copyright reich geworden sind. Das heißt nur, dass sie trotzdem auf dem Markt geblieben sind, obwohl sie keine Copyright-Einnahmen hatten, kein Downstream Licensing. So, das letzte Beispiel für diese Folie ist das der niedergeschriebenen klassischen Musik am Anfang des 19. Jahrhunderts. Vielleicht hören Sie schon, meine Stimme ist immer noch nicht in Ordnung. Deswegen werden wir heute auch nicht so lang machen. Ja, aber ich denke, gerade bei diesem Kapitel hier merken Sie, es gibt relativ viel zu lesen. Vieles, was Sie sich schriftlich was Sie sich durch Lesen aneignen können. Und deswegen ist es gar nicht so schlimm, wenn ich da gar nicht so viel erzähle. So, wo waren wir bei niedergeschriebener klassischer Musik? Anfang des 19. Jahrhunderts, wie sah da die Industrie aus? Also Industrie. Natürlich gab es keine CDs, keine Massenkonzerte, kein Radio und kein Fernsehen. Die Haupteinnahmequelle auf dem Musikmarkt zu der Zeit bestand im Verkauf von Musik, und zwar auf Notenblättern. Hierbei handelt es sich um einen globalen und auch bedeutsamen Markt. Allein in England wurden jährlich ca. 20 Millionen Kopien hergestellt. Gedruckt und vervielfältigt wurden die Werke von Familienunternehmen, die ebenfalls global tätig waren und de jure, also auf per also per Gesetz, das Copyright an ihren erworbenen Werken hatten. Die großen Musikverlage sprachen sich untereinander ab, sodass zunächst ein Durchschnittspreis von ca. 14 Cent für ein Skript in England galt. So, und durch die Erfindung der Fotolithografie und die sogenannte Pianomania, also das klassische Klaviermusik auf einmal sehr breit beliebt wurde. Durch diese zwei Faktoren, also Erfindung der Fotolithografie, also quasi,
eine Kopiertechnik und der steigenden Nachfrage nach klassischer Musik. Dadurch wurde das Thema der Piraterie relevant. Einerseits wurde das Kopieren von Musikskripten sehr einfach und billig, andererseits stieg die Nachfrage nach solcher Musik enorm. So dass im Vergleich zu den offiziellen 14 Cent illegale Kopien für ca. 2 Cent verkauft wurden. Die Musikverlage reagierten mit Durchsetzungsmaßnahmen wie zum Beispiel Razzias. Und 1902 wurden dann die Copyright-Gesetze so geändert, sodass Copyright-Verstöße nicht mehr nur zivilrechtlich, sondern auch strafrechtlich verfolgt werden konnten. Nach wenigen Monaten musste die Polizei allerdings damit aufhören, Copyright-Verstößen nachzugehen, da sie angesichts der puren Anzahl der Verstöße überfordert war. De facto gab es also trotz der neuen Gesetzgebung keine staatliche Durchsetzung von Copyright. Letztendlich mussten die Musikverlage dem Druck nachgeben und fingen an, ihre Preise für Musikskripte zu senken. Interessant ist hier auch die Beobachtung, dass die Komponisten durch die Einführung von Copyright nicht kreativer wurden, eher im Gegenteil. So, ein wichtiger Punkt bei Informationsgütern ist Verschlüsselung. Seit den Erfahrungen mit P2P-Netzwerken wie zum Beispiel Napster haben die Buch-, Musik- und Filmindustrien große Anstrengungen unternommen, ihre Produkte zu verschlüsseln, um das Kopieren zu erschweren. Aber wir haben ja schon mal gesagt, aus rein theoretischer Sicht gilt, ein MP3-Song, der in irgendeiner Weise verschlüsselt ist, ist viel weniger wert als ein völlig verschlüsselungsfreier Song, ne? Da die Verschlüsselung die Nutzung für den Konsumenten einschränkt. Und das theoretische Argument, was wir ganz am Anfang kennengelernt haben, war, je mehr verschiedene Rechte an einem Gut, in dem Gut gebündelt sind, je mehr Nutzungsmöglichkeiten man hat bei Erwerb eines Gutes, desto mehr ist es für einen auch wert und desto höher sollte auch die Kaufbereitschaft sein, die Zahlungsbereitschaft. Beispiel hierfür können wir uns auf dem Buchmarkt anschauen. Immer mehr Verlage bringen ja ihre Bücher inzwischen oder einen Teil ihres Angebots auch in elektronischer Form heraus. Meist sind diese natürlich verschlüsselt, aber interessanterweise werden auch unverschlüsselte verkauft. So, und Copyright-Befürworter oder die Klassiker werden nun erwarten, sorry, Copyright-Befürworter werden nun erwarten, dass unverschlüsselte Bücher nur wenig verkauft werden, da der einzelne Konsument erwartet, eine kostenlose Kopie in irgendeinem P2P-Netzwerk runterzuladen. Die Daten zeigen aber genau das Gegenteil. Bolden und Levine schauen sich Verkaufsdaten einer amerikanischen Seite an, die sowohl verschlüsselte als auch unverschlüsselte E-Books verkauft, und finden, dass in den Top 25 nicht ein einziges verschlüsseltes E-Book ist. Eine weitere interessante Beobachtung: auf P2P-Netzwerken findet man eher selten Kopien von E-Books, die unverschlüsselt verkauft wurden. Was kann man hieraus als Schlussfolgerung ziehen? Der weit verbreitete Tausch von MP3s ist eher zu verstehen als eine signifikante Unzufriedenheit der Konsumenten mit der Musikindustrie, einfach nur kriminelle Energie. Und Boldo und Levine erwarten, dass, wenn Musik in unverschlüsselter Form und zu kompetitiven Preisen angeboten würde, die Nachfrage nach illegalen Kopien sehr stark zurückgehen würde. Eine kurze Pause.